Ich bin wenigstens ehrlich, nicht so wie ihr. Wollte sagen, ich bin wenigstens ein Spasti, nicht so wie ihr. Patrick, ja, wie viele Paar Schuhe hast du? Können wir jetzt anfangen? Drei oder vier? Ja, schade. Können wir jetzt anfangen? Wieso? Egal, sag ich später. Können wir jetzt anfangen? Ja, mach du Lappen. Ich hab die Aufnahme schon am Laufen. Oh, du dreckiger Huren. Also, du Spasti. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast mit Patrick und Ruven. Hallo. Hallöchen. Erstmal, boah, schrei noch mehr rein. Mhm. Also wir wollen uns erstmal vorstellen und danach fangen wir an, über was zu reden, Patrick? Über Killerspiele, wie sie in den Medien dargestellt werden und über die Lügen und über Gesellschaft und so ein Dreck halt. Gesellschaft, dieser Dreck. Genau, Abspack. Ja, fangen wir an, Ruven. Ich soll anfangen? Ja, über dich zu reden. Ja. Ja, wie ihr mich kennt, ich bin Ruven, bin 17, komme aus Hamm, ja, was noch? Lieblingsgames sind eigentlich so Shooter, FIFA und Rennspiele. Ja, keine Ahnung, was noch? Was du willst, von Preis geben willst. Komm richtig auf. Tief, warte. Was, Patrick? Ich verstehe ich nicht. Halt's mal. Nee. Ja, was sind deine Hobbys außer zocken? Nix. Außer an dir rumspielen? Vielleicht? Nee. Witzig. Komm, erzähl von deinem Leben. Also ich bin Patrick. Ich bin 23 Jahre jung. Alt. Ja, und so alt musst du mal werden, Junge, bevor sie dich abstechen im Ghetto. Eine Scherze, Österreich komme ich hier oben, habe ich schon, glaube ich, gesagt. Meine Lieblingsspiele spielen eigentlich fast alles durch die Bank. FIFA 13, Battlefield 3, COD, Standardkost halt. Infamous 2 zocke ich auch gerade. Und Red Dead Redemption zocke ich auch gern. Und ja, was soll ich noch sagen, meine Hobbys... Außer meine AFK-Hobbys, meine Real-Life-Hobbys sind Fußball gucken, Marvin würgen, Ruben verarschen. Nein, klappt aber nie. Ruf den mal an, Patrick. Ich geb dir gleich deine Nummer. Ja, ist eh auf Sturm, hört man nicht. Nicht stimmt. Hauptsache, du bist genervt. Ja. Juckt mich nicht, dann mach ich das aus. Und was soll dann gebe ich dir Flöhe, dann juckt das doch. Ich suche auf diesem Wege eine Frau. So, Marvin, erzähl ein bisschen. Marvin, der ist zum ersten Mal ehrlich gewesen. Ja. Nein, eigentlich sucht er einen Mann, aber okay. Ja. Oder beides ja. Gleichzeitig. Mann gesucht mit Pferdeschwanzfrisur, egal. So, Marvin, woher kommst du? Was sind deine Hobbys? Wie groß ist dein Penis? Also, ich komme aus 3 cm. Nein. Jetzt ist er einmal ehrlich. Nein, ich komme auch aus Hamm, wie Ruven. Wir kennen uns, seit wir 4 sind. Ja, Mann. Gangster. Ruven hat ein Fußballspielen beigebracht, nein. Doch, hast du ja. Da musst du spielen wie so ein 80-jähriger Blind. Komm erst mal aus deinem Kaffee, ja, bevor du weiter laberst. Nee, erzähl weiter, Junge. Ja, ich bin 16. Ich werde, wie viel Tage werde ich? In einer Woche werde ich 17. Wow. Wir nehmen übrigens am 15. auf. Ihr dürft mir alle gratulieren. Nicht. Nein. Genau. Also, ich bin der Dienstälteste. Der Dienstälteste. Also immer der Spacken. Ja. SR-Hitlerzeit. Was? Ernst bleiben. Ich verbitte mir solche Rechtsradikalitäten. Sagt das Ruven, nicht mir. Ha, wie witzig. Ja, was noch? Mein Lieblingsessen ist Patricks Mutter. Hammer ekelhaft. Mein Lieblingsessen ist Cordon Bleu. Genau, was ist dein Lieblingsessen? Warum bist du Ruven? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist dein Lieblingsessen? Oh, Döner, Junge. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wenn ich esse so vieles gerne. Aber ich muss... Gern Döner macht schöner, das funktioniert nicht. Döner merke ich bei dir. Ja, Döner macht schöner, deswegen isst du auch immer nur Pizza. Ja, irgendwie so ähnlich. Pizza mit Kebab drauf. Kebabfleisch. Ich hab gar kein Lieblingsessen, kein Plan. Wollen wir jetzt mal on topic kommen hier, oder wie? Ja, das ist ja sonst, keine Ahnung, was, Wir können reden, was über uns.
Wir können reden, was wir wollen. Das ist ein Podcast. Frei von der Leber, Junge. Frei von der Leber. Sonst wäre es ein gescripteter Podcast. Das ist kacke. Also, wollt ihr noch was erzählen? Nein. Ich finde Patricks Mutter trotzdem geil. Ich finde deine Mutter auch geil, Marvin. Geil. Ja. Pure Stille. Ja, keine Ahnung. Fangen wir mit dem Hauptthema an. Stell mal das Hauptthema vor. Ja, unser Hauptthema. Wir wollen über die Darstellung von Killerspielen in der Öffentlichkeit bzw. den Medien reden und was wir davon halten. Und Ruven hat eine kleine Penisfotze. Nein, nicht. Ich erbitte mir Ernsthaftigkeit bei diesem Thema. Ja, gleich. Genau, Rechtsradikaler, ey. Echt, der ist voll gegen Deutsche. Jetzt ja. Mal, komm her. Ja, komm, Patrick, dann hau mal raus deinen Standpunkt. Hau du deinen raus. Nee, du Nein, Marvin hat mir das Thema heute geschrieben, hat einen Text verfasst. Marvin, fang du mal an. Du bist unser Podcast-Moderator. Nein, wenn ihr das hier seht und das andere Video noch nicht gesehen habt, was ich dann hochlade, ich habe noch ein Video gemacht, wo ich euch was vortrage, was ich zusammengefasst habe, wo ich sehr viel recherchiert habe. Das könnt ihr euch auch nochmal angucken dann. Wie ich finde, sehr interessant. Patrick kann das bestätigen, weil er hat schon gelesen. Ja. Ja, ansonsten, was soll ich dazu sagen? Mach mal eine Kurzform von deinem Text einfach. Eine Kurzform von meinem Text. Ja, sondern. Du brauchst doch eigentlich nur das Thema sagen, die es gibt sie natürlich das Video gucken. So 30-sekündige Kurzfassung. Okay. Also es ist ja bekanntlich so, dass sobald irgendwie ein Amoklauf an Schulen ist oder so, dass das Thema Killerspiele wieder voll on topic ist, und das ist ja, da scheint immer der einzige Grund, der dabei hervorkommt, zumindest scheint es bei der ersten Berichterstattung immer so. Falsch. Und ja, ist nicht so, genau, aber so ist es halt immer in den Medien, und deswegen lassen sich auch viele davon leiten und springen da mehr oder weniger auf die Zug. Was ich noch einwerfen will, was da extrem komisch war, Anders Breivik hat WoW gespielt, so ein Kriegsspiel, ey. Das ist mitgekommen? Nicht ehrlich, nein. Das ja, ich Anders Breivik spielte WoW, und einer hat WoW so beschrieben, als ob es COD wäre, so ne Scherz. Man ist Sanitäter und so und so. Ach du Kacke, ey. Es gibt in den Medien... Schon mal was von Mobbing gehört, Leute? Ja, es gibt halt in den Medien keine faire Darstellung, von den Öffentlich-Rechtlichen zumindest nicht. Ja, wenn du da sagst, der hat das aus Mobbing gemacht, ne, dann interessiert es keinen. Ich habe mal bei Welt der Wunder, da war das fair. Da haben sie gesagt, dass du dass dein Gehirn bei Filme schauen viel mehr beansprucht wird, beansprucht nicht halt, dass du viel mehr in Erregung bist, als ob du ein Spiel spielst. Da haben sie so einen Test gemacht. Das war extrem eine faire Berichterstattung, ist auch schon 2 oder 3 Jahre alt, aber das muss ich sagen, war fair. Die Beiträge von Frontal 21, Frau TV, was man auch bei Fernsehkritik nachschauen kann. Ja, gibt einfach ein Frau TV Killerspiele, das ist ein typisches Beispiel dafür, wie Killerspiele in den Medien dargestellt werden. Und dann natürlich dieser Beitrag von RTL. Oh, jetzt kommt das Niveau ganz tief in den Keller. Das vor wie vielen Jahren? 2 Jahren? Zwei Jahre, ich glaube 2, 2,5 Jahre so. Ja, kommt hin. War das nicht zu Gamescom 2000? Das war bei der Gamescom, wo sie durchgegangen sind. Spieler haben keine Freundinnen, die riechen alle komisch. Da wo so eine Frau, so ein Game Girl oder immer das, ich meine, ich war noch ja, nicht. Ja, die haben eigentlich die ganze Zeit nur Patrick beschrieben, deswegen. Die stellen nur Scheiße rein, das gibt es nicht. Ja, ich habe übrigens, wobei ich sagen muss, sieht man im Video auch noch, wo ich das zitiere, auf der Seite von RTL ist es ja noch relativ nicht so schlimm dargestellt, dass die Spiele daran schuld seien, wegen dem Amokläufen und so. Also da ist es eigentlich noch relativ okay, finde ich. Das geht, das ist noch relativ, ja, wie soll ich sagen, nicht so krass wie der Beitrag über Gamer, sag ich mal. Ich meine, wenn du jetzt ein COD spielst, weißt du nicht, wie man eine Waffe bedient. Das kann ich gleich, wenn ich sage, ich spiele Guitar Hero, ich kann eh Guitar spielen. Ist dasselbe. Ja, aber ist echt so. Außerdem, wir spielen alle viele Ego-Shooter, aber ich drücke eine Waffe in die Hand, sag nach, entsichere, schieße, das können wir nicht. Nee, das stimmt. Und du musst den Rückstoß berechnen und sonst was, ey, das können wir nicht. Das geht gar nicht. Und dass du übst, ey, was willst du da üben? Du musst auch erstmal im Kopf darauf klarkommen, dir eine Waffe zu nehmen und damit Amok zu laufen. Das machst du ja nicht aus Langeweile.
Unsere Gesellschaft geht eigentlich nur auf, wie viel Geld verdienst du, Leistungsdruck und dies und das und das. Und manche Leute gehen halt dran kaputt und drehen dann durch, ey. Ich meine, dass ein Spiel vielleicht die Hemmschwelle etwas herabsenkt, kann es vielleicht sein, aber dass rein das Spiel schuld ist, das bestreite ich. Ach, die meisten Sachen, da hörst du dann 3 Monate später und ein halbes Jahr später, dass es doch angeblich Mobbing war vor Jahren oder keine Ahnung was oder was weiß ich. Und dann heißt es wieder, ja, die Spiele sind ja doch nicht so schlimm, so viel, ja, wie soll ich das sagen, haben doch nicht so viel Einfluss darauf. Also ich finde das einfach Schwachsinn, weil so viele, keine Ahnung, man kann sich ja die Zahlen angucken, wie oft diese einzelnen Shooter-Games verkauft wurden, in was für hohen Millionenzahlen auf der Welt und wie wenig dann im Verhältnis jetzt gesehen dazu ein Amoklauf passiert. Ja, Also. das ist, die Chance ist größer, im Lotto zu gewinnen, vom Blitz getroffen werden und dann auch irgendwie Alles in den gleichzeitig. nächsten 10 Sekunden zu sterben. Genauso wahrscheinlich ist es irgendwie, dass das daran schuld ist. Wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, die Gefahr ist größer, mit dem Flugzeug abzustürzen. Dann müssten wir doch alle mit einer Waffe rumrennen. Ey, ich habe COD gespielt. Jetzt kann ich in Wirklichkeit zum Aldi gehen oder warten, alle da abknallen. Oder Zum Aldi, genau. sonst was. Aber wenn du gemobbt wirst oder sonst was, in Amerika ist es natürlich anders. In Amerika sind die Waffen viel zugänglicher als bei uns. Ja, da hast du mit 3 Jahren hast du eine Waffe oder mit 5. Was ich aber auch, Ja. was ich ja auch noch gesagt habe, der Da kann ich jetzt. noch einen Querverweis geben. Guckt euch Bowling for Columbine an, die uns zuhören. Da wird das beleuchtet, das Thema mit Amerika und Waffen. Ja, das ist sowieso so ein bisschen kritisch. Ne? Also das ist, die wollen ja, der Obama wollte ja auch die Waffengesetze irgendwie hochsetzen, aber Das die. kriegt er nicht durch die Waffenlobby, die ist zu mächtig. Das kriegt er nicht durch. Ja, Vorher wird er auch. erschossen oder so, Das keine Ahnung. ist wie mit dem Sozialaufbau bei denen. Der will das durchsetzen und keiner will das. Obwohl das Ja. eigentlich viel besser ist, weil die einfach die ganze Zeit denken so, ja, ich will nicht andere Leute finanzieren, aber am Man Ende will dann selber. einfach, auf Deutsch, man will einfach der Gesellschaft nicht die Schuld geben, deswegen sucht man den kleinsten gemeinsamen Nenner. Ja. Ist einfach so. Ja, aber Deshalb gut, sucht man die Schuld bei jemand anders, ey. ich würde das in Amerika auch so lassen, wie es ist. Gut, bis auf mit den Waffen, aber das andere würde ich so lassen. Ganz ehrlich, die zahlen wenigstens nicht, keine Ahnung, wie viel 100 Milliarden an Hartz IV und an sonstige Scheiße. Ich meine, das gehört jetzt hier nicht rein, aber egal. Nee, doch, das gehört hier schon irgendwie rein. Also finde ich, weil ganz ehrlich, nimm mal aus Deutschland, egal jetzt wer, Hartz IV bezieht oder sonstige Gelder, wie viel Milliarden du im Jahr sparst. Oder allein, wer kann alles nach Deutschland? Jeder Fuzzi kann nach Deutschland. Versuch mal nach Amerika zu kommen. Ja, viel Ja, Spaß. dann machst du eine Green Card Lotterie mit oder so. Ja, Keine erstmal Ahnung. musst du das, dann musst du einen Job haben, ein Haus und 30.000 US-Dollar Startkapital vorweisen. Vorher lassen die dich noch nicht mal anreisen. Und die Amerikaner haben sie gut, die haben das einfachste Weltbild. Wir sind gut, die anderen sind die Bösen. Das sind alles sind böse, alle. Ist so. Die haben ein sehr einfaches Weltbild. Und der Durchschnittsamerikaner, würde ich sagen, ist eher dumm. So. Ich wollte das verschönert ausdrücken, kann ich aber nicht. Amerika wäre ein wunderschönes Land ohne die Amerikaner, ohne die meisten zumindest. Ja, das ist sowieso auch mein Spruch allgemein. Jeder Ort, es gibt eigentlich keinen schlechten Ort. Es gibt nur Leute, die diesen Ort schlecht machen. Genau. Ja, und von der Gesellschaft her können wir unsere Gesellschaft, glaube ich, nicht so mit der amerikanischen vergleichen. Die haben auch eine viel höhere Kriminalitätsrate zum Beispiel, wegen den Waffengesetzen und so. Das hat aber auch was damit zu tun, finde ich, durch diesen so diese soziale diese ach Ja, das ups. ist das Rentensystem, das Ja, das Gesundheitssystem. ist halt dieser Sozialaufbau. Wir zahlen extra schon, wir werden verpflichtet einzuzahlen und Dann kriegst du aber nichts. wenn wir arbeitslos werden, dann kriegen wir Geld. Aber wenn die Ja. arbeitslos werden, dann haben die nichts mehr. Und was, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt noch, sag ich mal, 300 Euro zur Verfügung oder ich habe gar nichts, dann werde ich eher kriminell, wenn ich null habe, weißt du? Wenn ich nichts habe, dann denke ich mir, ja, scheiß drauf. Ja, das ist klar, aber zum Beispiel, wenn du in deine Rente einzahlst, lass dir das mal ausrechnen. Du musst so viel Kohle verdienen, um später eine minimale Rente zu kriegen, weil die haben ja hochgerechnet, 2050 soll in Deutschland über 50% der Bevölkerung über 50 und älter sein. So, das heißt, die sind ja so alt geboren, die gehen da mit 50, 55 dürfen die ja in Rente gehen. Die meisten, die jetzt aus der Schule kommen, die haben doch auch keinen Bock mehr auf Arbeiten. Die sagen, ach, mit dem Hauptschulabschluss, sage ich mal, oder Realschulabschluss, der nicht gut ist, wofür soll ich arbeiten gehen? Nur so ein 400-Euro-Job, wenn ich doch Hartz IV oder sonst was kriege. Ich kriege mehr Kohle, kriege eine Wohnung, alles, kriege ich bezahlt und muss nichts machen.
Ja, in Deutschland ist, weiß ich, glaube ich, in Österreich, glaube ich, ist das Sozialsystem ein bisschen besser, glaube ich. Das ist Denn einfach dumm, dieses ich Hartz glaube, wenn IV. du Hartz IV hast, darfst du keinen Besitz haben, sonst kriegst du es gar nicht, darfst kein Haus haben und sonst nichts. Das ist das, was Ja, aber welchen Sinn. du kriegst halt Hartz IV und du kriegst dann halt immer noch Zuschüsse für den ganzen Genau. anderen Bullshit. Ja Und gut, aber die sie leben wollen davon. ja. So, ich kann ja was dann erzähle ich Ihnen. Also ich finde, dieses Arbeitslosengeld ist gar nicht so schlecht, aber ich Ja gut. finde, so nach, also dieses Abfallen nach 2 Jahren sollte man nichts mehr kriegen, fertig. Ja. So meine Meinung. Also. Stichwort Florida Rolf, wenn ihr den kennt. Nee. Der was in Florida gelebt hat und Hartz IV oder was den Empfang hat und dort ein schönes Leben hatte. Ob der noch lebt oder so, ob der immer noch unten ist, weiß ich nicht, aber den gab es mal. Er war mal in den Medien. Ja, ich Okay. meine, dieses Geld zum Beispiel, es kann ja, man ist ja, wenn man jetzt arbeitslos wird, kann sein, weil die Firma pleite geht oder sonst was. Man muss ja nicht immer selber Scheiße gebaut haben oder zu dumm sein. Also diese Leute, die dann unverschuldet arbeitslos werden, dass die dann, was weiß ich, wie Marvin schon sagt, 2, 3 Jahre, maximal 3, dieses Geld kriegen, sich in der Zeit aber um Job bemühen müssen, dann ist das ja okay. Aber Leute, die von vornherein sagen, ich mach gar nichts, schmuggel mir irgendwie über Connections da, dass ich über Hartz IV bekomme und chill mich da, bis ich 90 bin, irgendwo in die Ecke. Ja, Das man ist, muss was auch ich nicht sagen, verstehe. das hat auch viel damit zu tun, ey, wenn ich mir denke, wenn ich jetzt hart arbeiten gehe, verdiene ich in manchen Jobs 100 Euro mehr vielleicht, als wir Hartz-IV-Empfänger sind, dann würde ich auch sagen, leck mich am Arsch, Junge. Ja, So meine wie ich es jetzt ja. ist, Ich. die sollen ordentlichen Mindestlohn einführen. Das Zum stimmt. Beispiel in Österreich verdienst du als Taxifahrer 1000 Euro, wenn überhaupt kein Urlaubs- und kein Weihnachtsgeld. Im Monat. Wie, im Monat, wie willst du damit leben? In Deutschland weiß ich nicht, wie es aussieht, aber du arbeitest dir als Taxifahrer den Rücken kaputt. Oder wenn du ein Tankstellenkassier bist, kriegst du dann 800, arbeitest die ganze Nacht. In Dann Deutschland. verstehe ich, dass du sagst, ey Leute, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ja, ich hatte auch mal einen Bericht gesehen, da ging es dann um Spargelstecher, die wirklich sich ja den Arsch abarbeiten. Ne? Das Ja, ist ja das sind richtig. meistens Bullen oder so, nicht? Ja, aber Die da sind kriegen, halt. ja gut, die kriegen 400 Euro oder so. Das ist auch in Krankenhäusern mittlerweile Das so. ist, nein, aber Ja. der Punkt ist, da sind auch Deutsche dabei, ne? Wenn die Ja, von die Polen hier kriegen. rüberkommen, okay, aber die kriegen ungefähr 400 Euro, aber Ja, genau ich das glaube, ist in ja die. Polen sind die Lebensmittel auch billiger und so. Eben, das ist ja was ganz anderes, aber ich rede jetzt von den Deutschen, die da mitarbeiten. Die arbeiten da, die werden da praktisch mehr oder weniger reingezwungen, ja, weil die nichts anderes finden. Ja. Und dann arbeiten die sich da, was weiß ich, wie viel, 8 Stunden oder 9, 10 Stunden und die müssen dann die ganze Zeit bei liegen und die, sag ich mal, einfach so abernten, ne? Ja, dann machst du Und dein Kreuz kaputt. ja, Wenn dann ich, machst du dein. wenn du arbeitest, musst du auch darauf schauen, dass du gesundheitlich davon langzeitmäßig nicht geschädigt wirst, sonst kannst du es vergessen. Ja gut, Und in manchen. der Punkt war ja auch noch, die hatte so, die Frau, über die berichtet wurde, die hat 20 Euro weniger verdient, als wenn sie Hartz IV bezogen hätte. Ja, das war. Das ist ja das Traurige und deswegen sagen ja viele, die machen das nicht mehr. Ja, einen ordentlichen Mindestlohn, aber jetzt sind wir extrem vom Thema abgekommen. Ich wollte gerade sagen, jetzt können wir mal ein bisschen wieder zurückkommen. Ausschweifen ist okay, aber jetzt langsam okay. Jetzt reicht's. Jetzt können wir auch noch, glaube ich, ein bisschen, was sicher nice ist zum Sprechen, ist über die Zensur sprechen, die in Deutschland ja vorherrscht. Im deutschen Grundgesetz, glaube ich, ja, steht drin, in Deutschland herrscht keine Zensur. Aber das Problem ist ja, dass wenn ein Spiel kein USK-Freigabe kriegt, darfst du es nicht bewerben und dann machst du kein Geld damit. Genau. Die Spiele, USK schneidet ja nicht, das macht der Spieleentwickler schon selbst. Aber der Spieleentwickler weiß ja, was die USK mehr oder weniger zulässt. Ich meine, jetzt ist es nicht mehr so schlimm, wenn du auf Dead Space oder so guckst. Das ist ja auch ungeschnitten. Aber trotzdem, es ist bei Filmen genau das Gleiche. Wenn ich 18 bin, brauche ich keinen Jugendschutz. Ist so. Wenn ich erwachsen bin, möchte ich auch Erwachseneninhalte sehen und da möchte ich nicht auf andere Menschen Rücksicht nehmen, die 16 vielleicht sind, die das gar nicht zum Schauen haben. Ich finde auch, wir sollten lieber Peggy haben hier. Jo. Dass es einfach nicht mit rübergezogen wird, finde ich extrem schade. Also die USK ist echt ein bisschen zu pingelig. Ja, ich meine, ein Bewertungssystem ist schon ganz wichtig, ne? Ja, das ist keine Das Frage, aber ja. die sind ein bisschen zu krass, finde ich. Also, dass deine Ja. 12-jährige Schwester nicht Dead Space zocken soll, ist schon klar. Aber ich denke mal, 18 ist auch schon ziemlich krass, denn als ich 16 war, habe ich auch schon eigentlich alles gespielt, was ich spielen wollte. Ja, das ist bei manchen Spielen variiert das auch so, weißt du? Da hast du zwei Spiele, da wird zum Beispiel in den einen, ist genauso wie Assassin's Creed. Da sind viele Teile auch ab 16, obwohl du da, Ja, was Peggy sind ist. sie, glaube ich, sogar ab 18, Assassin's Ja, Creed. aber die ersten jetzt, zum Beispiel 1 und 2, die sind, soweit ich weiß, ab 16.
Ja, Aber da siehst für du, alle pass auf, Absicht. pass Alle auf, ist da okay. siehst du mehr Blut und eigentlich mehr Gewalt als bei Black Ops, bei Battlefield, bei MW. Bei MW kippen Naja, die Figuren einfach um. bei Black Ops muss ich dir widersprechen, denn bei der ungeschnittenen Black Ops Ja, okay. kannst du Leuten halt Füße und so wegballern. Ja, gut. Aber ansonsten, bei der normalen Version, sage ich jetzt mal, die Ja, bei kippen der nur um. Version, ja. Ich Gut. meine, der Multiplayer ist überall gleich, da kannst du nichts abschießen. Aber beim Singleplayer bei Black Ops 1 kannst du denen schon die Füße wegballern und so. Wie es Ja. jetzt beim zweiten Teil aussieht, habe ich den Einzelspieler noch nicht gezockt, das weiß ich nicht. Die Kampagne ist scheiße. Ich Ja. finde die unübersichtlich, deswegen zocke ich die auch nicht. Ja, du weißt einfach nicht, was du machen sollst, aber egal. Das wurde schon so oft erwähnt, das brauchen wir nicht auch noch erwähnen. Naja, aber Zensur, wenn ich denke, es wurden, ich glaube, in Black Ops 1 war der ganze Zombie-Modus nicht dabei, oder? Ich glaube nicht, nein. Ich bin, oder? In manchen Spielen wurde sogar, ich glaube, das war in Quake auf der Xbox 360, wo ganze Storylines weggeschnitten wurden. Wo du denkst, jetzt hast du auf einmal Superkräfte, wieso habe ich die? Oh, stimmt, wurde weggeschnitten. Oder besonders krass ist es bei Bulletstorm, das ist halt so ein, es geht aber um Gewalt, nur ist es halt komikhaft extrem überspielt, also denkst, ich kann mal das Beispiel nehmen, es ist halt nicht realistisch dargestellt, sondern eher extrem überspitzt, so komikhafte Brutalität, dass du jemanden schießt und die Hand explodiert richtig und so. Du bist drauf ausgelegt und das haben sie bei der Deutschen, weil du kriegst halt Punkte-Multiplikate und so für die brutalsten Kills und so, aber es ist nicht real oder sonst was, es ist extrem. Und das verstehe ich auch nicht, bei God of War war auch indiziert, obwohl, keine Ahnung, ich bin 18, ich darf spielen, was ich will, ey. Ich meine, wenn es jetzt rechtsverherrlichend oder sonst was ist, verstehe ich, dass man sagt, nee, das Ja gut, braucht man das ist was anderes. nicht. Aber zum Beispiel, wieso verbiete ich aus Spielen Hakenkreuzen? Ich sehe das, wenn ich, egal wann, den Fernseher anschalten, jeden Tag Hakenkreuze, ist so. In welchen Dokumentationen oder sonst was. Wenn ich Ja gut. Wolfenstein spiele und ich spiele gegen die Nazis und das Spiel handelt um den Zweiten Weltkrieg, dann will ich auch Hakenkreuze sehen. Ja Wie gut, ist das das so? ist dann was anderes, aber ich finde, in Berichten, gut, ist das auch noch okay, aber wirklich in Spielen, dass das Das hat Spieler als nichts zu tun, ob das Emblem funktioniert, solange. verwenden. Ja, solange es nicht glorifiziert wird, finde ich es ganz okay. Was Ja, ich weil. halt Ich blöd finde, finde. dass das Problem dabei ist einfach, dass Spiele nicht als Kunst angesehen werden. Musik und Filme schon, aber Spiele nicht. Ist ja, Spiele wird in Deutschland und ich glaube auch ziemlich weiten Teilen aus Europa als Kinderspielzeug abgetan. Ist einfach so. Da sagst du, ach, Spiele, das ist ja für kleine Kinder und so. Das bessert sich langsam, aber ich glaube, in manchen Köpfen unserer Eltern herrscht das immer noch so. Ja, aber das Problem ist halt gesetzlich. Es wird nicht als Kunst angesehen, Spiele. Und deswegen wird das auch nicht erlaubt, dass man ein Hakenkreuz oder so verwendet. Ja, aber finde ich auch okay. Ganz Na, ehrlich. Finde ich nicht. nee. Solange es nicht glorifiziert wird und in der Story gut umgesetzt wird und es hat einen Zweck, wenn ich eine Geschichte erlebe, will ich in die Geschichte reingezogen werden. Ja, gut, bei solchen Sachen ja, aber ich sag, wenn ein Spieler das irgendwo als Emblem oder wenn das im Spiel uns vom Zweiten Weltkrieg handelt, okay. Da ist das normal, irgendwie sage ich, da sage ich, okay, das muss da irgendwie rein, gehört dazu. Aber wenn man jetzt, wie heißt es? Was weiß ich, wenn wir jetzt, ich sage das jetzt mal als Beispiel, wenn wir Black Ops spielen und da bringt dich irgendeiner um oder ist irgendeiner in der Lobby, der da als Bild dieses Hakenkreuz, das finde ich nicht okay. Ja, gut, das sind dumme Kinder. Weißt du, Ja. das ist das, was ich nicht okay finde. Wenn es Spiele vom Zweiten Weltkrieg gibt, wie wir das jetzt sagen, ist das für mich was anderes. Da gehörte das dann dazu. Oder in Dokumentation. Wir können mit unserer Vergangenheit einfach nicht umgehen. Wir haben immer noch irgendwelche Schuldgefühle, obwohl das blöd Falsch, ist. falsch, 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 falsch. Die Deutschen haben keine Schuldgefühle mehr. Es sind immer noch viele andere Länder, die es auf die Deutschen schieben. Die Ja, Deutschen, trotzdem. sie kommen damit Ja, das ist relativ gut dieses. klar. Ja, also an sich geben wir uns gar nicht mehr selbst die Schuld. Wir haben es eingesehen, aber dieser Ruf trägt uns halt einfach nach, finde ich. Ja, Also so kommt mir das vor. und das finde ich Und kacke. das kriegst du nicht mehr weg. Ich habe das Gefühl, das geht in den nächsten 100 Jahren noch nicht mehr weg. Zum Beispiel, wenn du allein mal guckst, ich bin jetzt schon einige Male in Frankreich gewesen und du wirst einfach, wenn die erfahren, dass du Deutsch bist, bist du Außenseiter. Na, das ist so, wenn du Österreicher bist, dann gar nicht. Das ist das Krasse. Ja, und der Punkt ist einfach, wenn ich mal überlege, ich komme irgendwie, weiß ich nicht, in die Türkei, sage ich mal, ne, dann ist da nichts. Ich sag halt, Da als ist Deutscher alles bist du cool. international kein sehr gern gesehener Gast, als Österreicher schon. Da mögen dich alle. Hey, Österreich!
Ja. Ist so, das habe ich schon oft erlebt. Hey, Österreich, cool und so. Aber Deutschland, Nazi. Ja, Ja, das das ist die finde ich sofortige scheiße. Assoziation. Das finde ich scheiße. Ja, weil die Sowas ist Leute sich unnötig. geschichtlich nicht damit befassen, dass Hitler eigentlich aus Österreich kam Ja. und Schickelgruber hieß. Heil Schickelgruber. Nein, aber. Ja, das ist ja egal, wo er herkommt. Und ganz ehrlich, ich meine, Das ist doch Patricks Nachname übrigens. ich bin nicht stolz darauf, was er Ja, gemacht du schickst hat. weg, dann ist mein Nachname, das stimmt. Guck mal, ich bin ja nicht stolz drauf, auf was er getan hat, aber ganz ehrlich, Ja, was hat es das hat. jetzt mit uns zu Es tun? hat. Wir können gar nichts dafür, Nein. ey. Wenn Was hat. dein Opa jemanden umgebracht hat, musst du dann ins Nein. Gefängnis? Ist so. Ja, das ist auch so, aber ganz ehrlich, ich gebe auch den anderen Ländern, die alle, die mitgemacht haben, eine Teilschuld, weil wenn die alle gesagt sagen, so zum Beispiel, bist du behindert, warum sollen wir einen Krieg führen? Lass uns das ausdiskutieren, sage ich mal, wie man Ja, das hat jetzt auch. macht. Das schickt die Merkel ja auch nicht, die halbe Einheit irgendwie eben nach Russland oder nach Japan, weil du da Fisch haben willst. Da wird das so verhandelt. Warum muss ich dafür einen Krieg machen? Alle anderen, die Länder machen natürlich mit, ne, so als wäre das, Das ja, sind komm, damals wir. andere Zeiten und andere Umstände. Das können wir gar nicht so sagen. Was hätten wir getan? Hätten wir verhandelt oder Das so? Das können wir nicht. trägt aber auch politisch nach. Wenn du Ja. jetzt mal guckst, zum Beispiel irgendwie die USA fängt mit Afghanistan mehr oder weniger einen Krieg an, Bürgerkrieg da hinten. Ja, wir machen mit. Und jetzt ein kleiner Schwenk nochmal, Bush hat den angezettelt, mehr oder weniger. Der ist daran schuld, dass es ausgelöst wurde und dann wird er nochmal gewählt. Aber jetzt waren die Wahlen von Obama und da müssen sie erstmal stark überlegen, ob er überhaupt nochmal gewählt werden soll, weil er hat ja nichts gemacht. Aber die sehen das überhaupt nicht, die Ja, Amerikaner, finde ich. hatten die meisten Diktatoren aufgerüstet, das war Amerika. Ist so. Ja, also ich verstehe dieser Sinn dahinter nicht. Der Bush hat nur Scheiße gebaut die ganze Zeit und wen hat er Saddam gewählt? Hussein wurde in wenigen Tagen von Freund Amerikas zum größten Feind Amerikas. Ist so. Der Ja. hat nichts gemacht, was er vorher schon getan hat. Der hat sich einfach nur umgedreht. Ja, ist so. Ja, das ist, da sehe ich noch so ein bisschen das Problem. Und das trägt so sehr nach, dass wenn wir jetzt zum Beispiel, okay, Amerika fängt mit irgendwie Afghanistan Krieg an, ja, lass die mal, ne? Aber wenn wir uns dann nur mal irgendwie durch Unterstützungstruppen, die irgendwie den Franzosen oder so helfen sollen, Da kommen dass sie die wieder an mit unterstützen. Nazi, Nazi, Ja, Nazi und so. ohne Ja, Scheiß, das trägt Österreich so sehr wusste das nach. gar nicht. In unserer Verfassung steht, wir sind neutral. Aber wir sind es nicht mehr, leider. Ist so. Ja, ich Sobald wir finde in der das. EU eingetreten sind, haben wir unsere Neutralität mit Füßen getreten. Ist so. Ich finde das aber auch Wie meinst dumm. du das jetzt? Ja. Ist so. Wie meinst du das? Ja, wir sind neutral. Wir dürfen uns in keine Kriege einmischen, kein Kriegsgebiet sein und gar nichts. Wir sind aber in den Kriegsgebieten als Österreicher. Ist so. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde das auch dumm, dass man immer noch, wie die das damals vereinigt haben, dass Deutschland immer noch so wenig Soldaten haben darf und nur eine bestimmte Anzahl an Waffen und Ja, so. das ist so. Das ist. Die amerikanische Regierung kann die Deutsche auch jederzeit auflösen. Ganz ehrlich, da würde Ja. ich drauf scheißen, ganz ehrlich. Selbstverteidigung ist Selbstverteidigung. Denk mal nach, wenn die NPD gewählt würde, dann würde Amerika sagen, könnt mich am Arsch lecken, die Regierung auflösen, das Recht hätten sie. Ja, und? Würde aber, glaube ich, nicht funktionieren, dass wir Deutschland nicht. Also. Dann würden die roten Knöpfe kommen. Na, Entschuldigung. Da sind wir alle tot. willst du gegen Amerika Krieg führen? Spinnst Ja, mit Atomwaffen geht das schnell. Die drücken auf den Knopf, wir Weißt du, drücken auf wann den ich Knopf. glaube, Österreich, Deutschland hat 80.000 Mann unter Waffen. Ja, und wie viele geheim? Ja, keine Ahnung, Amerika, glaube ich, Naja. 300.000. Ja, guck dir mal die Zahlen an. Wie viele leben in Amerika, wie viele leben in Deutschland? Ja. Ja, gut, aber trotzdem. Das wird eh nicht so ausgeführt wie der Zweite Weltkrieg. Der dritte wird nur mit Atom gemacht Und der werden. vierte mit Stock und Stein. Ja, weil dann vielleicht, wenn du Glück hast, die Höhlenmenschen wiederkommen, ja. Und die Menschheit ist prädestiniert, dass sie sich irgendwann selbst zerstört. Ist so. Oh ja. Entweder zerstören wir so weit die Erde, dass die in Anführungszeichen explodiert und wir alle an CO2 sterben, oder halt an Atom. Da Ja, kannst du jetzt wählen. kleinen Schwenk auf die Kuba-Krise oder wie? Ah. Also, hattest du, ich weiß jetzt nicht, ich hatte das schon in der Schule durch und durch, bestimmt 10 Stunden durchgenommen und hab mir noch ein paar Berichte dazu angucken müssen. Ich weiß nicht, ob Rowan das kennt, aber Patrick bestimmt. Was? Kuba-Krise? Kuba-Krise? Habe ich mich nicht so extrem damit beschäftigt. Ja, das Problem war halt, dass ich weiß gar nicht, welches Land das ist. Ging ja gegen Russland und Amerika. Und dann war Kuba ja neben Amerika. Und irgendwie, ich weiß, irgendein anderes Land oder Insel oder so in der Nähe von Russland. Und die hätten jetzt beide sagen können: Okay, wir
schießen jetzt Atomwaffen darüber. Und dann sind die am Arsch, aber da hätten die es auch gemacht. Ja. Und irgendwer, ich weiß nicht, boah. Also, du meinst den Kalten Krieg allgemein oder was? Ja, das war schon, ja, aber das war spezifiziert die Kuba-Krise. Muss man sich dann mal einen Bericht reinziehen oder so, wie man will. Aber ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Also, da gab es dann auch einige Entscheidungen, wenn die nicht getroffen werden würden, worden wären, dann wären da einige Menschen bei draufgegangen. Und das hätte dann im riesigen Atomkrieg geendet. Oh ja. Gut, dass nicht passiert ist. Und jetzt wieder zurück zu unserem normalen Thema, bevor wir zu weit ausatmen. bevor wir. Naja, aber ich glaube, die Sache ist ja da. Bei der USK weiß ich nicht, wie viele junge Leute da arbeiten. Denn diese Regina Pfeiffer oder wie die heißt, keine Ahnung, ob ihr die kennt, die ja. Spiele verhasst, die ist ja um die 80 oder was. Und ich kann niemanden so beauftragen, über Spiele zu berichten oder sonst was machen, die damit nicht aufgewachsen ist, die das Medium ganz anders aufgenommen hat, als wir das aufnehmen. Ja. Ist einfach so. Wir werden in 10 Jahren oder 20 Jahren oder wenn wir Kinder haben, über Spiele ganz anders sprechen, als ob das unsere Eltern getan hätten, die damit nicht so aufgewachsen sind wie wir. Genau. Ja. Es gibt ja auch, die Aussage, es gibt ja bestimmte Generationen, die jetzt benannt werden. Einfach mal so. Und unsere Generation jetzt heißt Generation dumm. Und warum? Einfach nur, weil die sagen, wir haben keine Kompetenz mehr in die richtige Richtung, weil wir uns nur noch mit den Medien beschäftigen. Dann habe ich mir mal was von meinem Lehrer sagen lassen sogar. Der sieht das ganz anders, weil wir sind einfach mit anderen Kompetenzen aufgewachsen. Yep. Die in andere Richtungen führen, halt halt genau in diese Medien. Und wird ja auch immer wichtiger, finde ich. Und deswegen ist die Ansicht eigentlich ziemlich perfekt, weil andere Kompetenzen und dann, ja. Was ich auch finde, dass in der Schule Medienkompetenzen unterrichtet werden sollte. Ja, denn Informatik ist dann auch ein bisschen zu viel. Sei mal ehrlich, wer braucht, du weißt dann, wie man mit einem Zirkel umgeht, aber du weißt zum Beispiel nicht, wie man jetzt einen Steuerbescheid ausfüllt, was du im Leben eigentlich wirklich brauchst oder sonst was. Ja. Ist so, du brauchst im Leben nie wieder einen Zirkel. Ja. Nee, außer du bist halt Fachzeichner oder was. Ja, du gut. Das ist aber dann immer wieder was anderes. Ja, also ich finde es schon, also man sollte mehr auf die Sachen eingehen, die man auch wirklich braucht in der Schule. Da hast du schon recht, aber wird's natürlich nicht. Typischerweise. Aber naja. Machst du halt nichts, also manche Dinge sind halt einfach, das ist wie mit den quadratischen Gleichungen in Mathe, die brauchst du später auch nicht mehr, aber Hauptsache es wird mal unterrichtet. Ja, es sollte einfach mehr, wie gehe ich mit dem Medium um, was ist für mich das Richtige, wie bringe ich Kinder dazu, wie sie gut mit dem Internet aufwachsen. Ich meine, ich nehme halt, die Eltern sollten auch gucken, was ihre Kinder da tun. Ich meine, man sollte einfach nicht sagen, nur die Eltern, aber die Eltern sollten genau drauf schauen. Und ich finde, die Eltern sollten sich auch mehr auf die Medien konzentrieren, damit sie wissen, was ihr 12-jährige Tochter oder 12-jähriger Sohn da sich im Internet ansieht. Ja. Denn das Internet ist ein mächtiges Werkzeug. Du kannst dir als 10-jähriger Schwulenpornos angucken, wenn du willst. Du kannst dir Snuff-Videos angucken, wenn du die Seiten weißt. Das ist kein Problem. Ja. Deswegen sollten die Eltern gucken, mache ich jetzt einen Kinderschutz drauf auf dem Computer oder lasse ich meinen Sohn nie so extrem aus den Augen. Ich meine, Vertrauen gehört dazu, aber du musst ein Kind sagen, genau so erziehen, dass es weiß, was es tun soll und was nicht. Also ich finde immer, diese Beschränkungen sind eigentlich ja dumm, sag ich mal. Also ich finde es richtig eigentlich, wenn man das so macht, dass man mit den Kindern darüber spricht und ich sag mal, dann das dann halt das Vertrauen hat. Ich meine, dass man die aufklärt, sag ich mal, und dann das Vertrauen hat. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann kann man ja immer noch was machen. Aber sofort diese Beschränkung setzen, das ist so, du setzt eine Regel und die wird sowieso gebrochen. Ich finde einfach so, wenn das Kind jetzt mit 14 unbedingt einen Horrorfilm sehen will und ich weiß, es ist psychisch so weit, dass es vielleicht einen harmlosen Horrorfilm ab 16 vielleicht aushalten würde, würde ich das Kind nicht allein schauen lassen, sondern da würde ich mich neben ihm setzen. Es ist immer gut, wenn wer dabei ist, der ihm das erklären kann. Wenn ich hundertprozentig davon sicher sein kann, dass der Film wird mein Kind nicht so sehr verschrecken, keine Ahnung, so ein Anfängerfilm, so ein uralten 80er-Jahre-Horrorfilm oder sonst was, was nicht extrem aufregend ist oder so, dass du das Kind langsam in die Materie einführst, ganz langsam. Ja, ist so. Jetzt schwenkt Patrick aus zu Sex, aber okay. Nee, ich meine Horrorfilme. Ja, ich meine, gut, wenn jetzt ein 14-jährigen Porno ansieht, da sehe ich jetzt nichts Verderbliches drin, das haben alle getan. Und wir sind doch alle mehr oder weniger Menschen, normale Menschen, mehr oder weniger. Ja. Außer Ruven, der ist noch rechtsradikal. Halt mal. Ja, das stimmt. Ja, ist so.
Und Horrorfilme oder sonst was, die sollen einfach mit, ich meine, jetzt ein 14-Jähriger sollte jetzt nicht die brutalsten Snuff-Filme oder sowas angucken. Ja. Aber das ist immer noch so. Man sollte, da sollte man echt ein Auge drauf wenn haben. ich zum Beispiel, mein Sohn ist 14, kann er von mir aus Film ab 16 gucken, sei mir. Also Mädels, wenn ihr jetzt einen Jungen sucht, der 23 ist und einen 14-jährigen Sohn hat, ruft Patrick an. Ich habe keinen 14-jährigen Sohn, ich habe gar keinen 14. Nein, das hast du gerade gesagt. Wenn ich einen 14-jährigen Sohn Ja. habe, wenn ich einen habe, ich habe. Hättest, ja, als ob. Du warst mit 9 schon, bist mit 9 schon Vater geworden. Ich war früh reif. Nicht so wie Ruben. Ah, jetzt voll. Drei Haare im Sack und schon am Puff Schlange stehen, Junge. Das sagt der Richtige, ne? Ja, habt ihr sonst noch was zu sagen zum Thema Zensur oder? Oh, ne, Nee, das eigentlich. reicht. Ich bin ausgelaugt. Wie lange haben wir schon aufgenommen? Boah, ich kann das nicht 40 nachgucken. Meinst du? mindestens. Ja, also ich telefoniere mit euch jetzt seit 52 Minuten, also gehe ich mal so von 45 Minuten aus, dass wir das machen. Ja, Ja, ich es sag mal so ist. 30. Ich lege mich jetzt mal auf 30 fest. Ich weiß jetzt nicht, ihr könnt es später gucken. Ihr seht da das Video. Wir Seit werden das zum S. Beispiel, wenn es einmal im Monat so ungefähr machen, die halt Bock haben. Aber das wird sicher nicht die letzte Folge gewesen sein. Hat Bock gemacht, Nee, finde ich. bestimmt nicht. Ja, das ist immer interessant. Ja. Weil sonst redet man ja nie über solche Sachen. Sonst labert man immer nur Scheiße wie Patrick. Fick dich. Ich rede nur die Wahrheit, hallo. Nee, aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr sagt, und das Ja. gefällt uns, was die reden, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert uns, wenn ihr Bock habt. Dann Und war's. lutscht ihren Penis da. Und Nicht mein, lutscht meiner ist euren. edel, ihr dürft das nicht, aber Ah, bei denen okay. dürft ihr ruhig. Dann danke fürs Zuhören. Und tschö, tschö. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.